Eine Sache, die mich trotz meines Studiums der Finanz- und Wirtschaftswissenschaften an den besten Universitäten der Welt nicht loslässt, ist folgende Frage. Wie kommt es, dass 5000 Einheiten unserer Währung eine Einheit eurer Währung wert sind, wo wir doch die eigentlichen Goldreserven haben? Es ist ganz offensichtlich, dass die Hilfe nicht aus Westafrika kommt, sondern von Afrika an die westliche Welt. Die westliche Welt ist in jeder Hinsicht von Afrika abhängig, da alternative Ressourcen hier knapp sind. Wie stellt der Westen also sicher, dass die kostenlose Hilfe weiterhin ankommt? Indem er die wohlhabendsten afrikanischen Länder und ihre Systeme systematisch destabilisiert. Unterstützt von riesigen Werbekampagnen, die der ganzen Welt den Eindruck vermitteln, Afrika sei arm und sterbend und lebe nur von der Gnade des Westens. Gut gemacht. Oxfam, UNICEF, Rotes Kreuz, Life Aid und all die anderen Organisationen, die ständig mit millionenschweren Werbekampagnen die Wohltätigkeit zeigen, dieses Bild von Afrika aufrechterhalten. Weltweit werden Werbekampagnen von unschuldigen Menschen bezahlt, die den Eindruck haben, dass sie mit ihren Spenden helfen. Wir alle wissen, dass der Dollar wertlos ist, während der Euro lediglich mit deutschem Intellekt und Technologie und vielleicht etwas italienischer Pasta aufgeladen ist. Wie kann man Spenden von Nationen erwarten, die so wenig haben? Es ist super süß von euch, mit eurem bunten Papier im Tausch gegen unsere goldenen Diamanten zu kommen. Aber stattdessen solltet ihr mit leeren Händen kommen, gefüllt mit Integrität und Ehre. Wir wollen unseren Reichtum mit euch teilen und laden euch ein, mit uns zu teilen. Die Vorstellung ist, dass ein gesundes und aufstrebendes Afrika seine Ressourcen nicht so frei und billig verteilen würde, was logisch ist. Natürlich würde es stattdessen seine Ressourcen zu Weltmarktpreisen verkaufen. Das wiederum würde die westlichen Volkswirtschaften destabilisieren und schwächen. Gegründet auf dem postkolonialen System der kostenlosen Mahlzeiten. Letztes Jahr berichtete der IWF, dass 6 der 10 am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt in Afrika liegen, gemessen an ihrem BIP-Wachstum. Der französische Fiskus zum Beispiel erhält Jahr für Jahr etwa 500 Milliarden Dollar an Devisenreserven von afrikanischen Ländern, die sie aufgrund von Kolonialschulden zur Zahlung zwingen. Der ehemalige französische Präsident Jacques Chirac sagte kürzlich in einem Interview: Wir müssen ehrlich sein und zugeben, dass ein großer Teil des Geldes in unseren Banken gerade aus der Ausbeutung des afrikanischen Kontinents stammt. Im Jahr 2008 erklärte er, dass Frankreich ohne Afrika in den Rang einer dritten Weltmacht abrutschen würde. Das ist es, was in der menschlichen Welt passiert. Die Welt, die wir geschaffen haben. Hast du dich jemals gefragt, wie die Dinge in der Natur funktionieren? Man würde annehmen, dass in der Evolution der Stärkste überlebt. Aber in der Natur wird jede Art, die zu viel jagt, die Ressourcen, auf die sie als Nahrung angewiesen ist, zu sehr ausbeuten. Die natürliche Auslese würde das Raubtier früher oder später ausschalten, weil es das Gleichgewicht stört.